Akers ist verrückt geworden. Ja, und ich sag mal so, diesen Akers werden wir früher oder später auch noch treffen. Ach du Scheiße. Okay, versuchen wir mal aufzustehen. Oh, aber wenigstens haben wir es mit Captain Blauauge hinter uns. Der war wirklich schlimm. Ich mag die... Ganz ehrlich, ich mag den immer noch nicht. Ja. I'll never get this open. Wie komme ich denn dann raus? Kacke, wir sind leider abgestürzt. Oh. Ah. Da will uns jemand retten. Ah, ich weiß schon, wer das ist. Ich weiß schon, wer das ist. Unser kleiner Freund ist wieder da. Unser kleiner Robo-Freund. Oh, hey, little guy. Didn't expect to see you again. Ah, ja. Unser kleiner Robo-Freund. I'll find a way to Thea. Genau. Unser kleiner Robo-Freund ist wieder da. Und damit herzlich willkommen auf der Station Delta. Ja. Das ist eine... Ja, recht kleine Station, wo man eine kleine Verschnaufspause von all den Anomalien und Kreaturen machen kann. Ja, das ist die einzige Station auf unserem Wege, wo es halt, ja, keine Kreaturen oder sowas gibt. Hier ist halt wirklich nichts. Ja, die ist wirklich tot. Hier können wir uns wirklich sicher fühlen, hier können wir in Ruhe rumlaufen, alles erkunden. Hier sind wirklich keine gefährlichen Kreaturen, die ist wirklich sicher. Die ist wirklich tot. Ach, guck mal, das sind da deine Freunde. Aber schön, dass sie den wiedersehen, ne? Da freut man sich hier nach dem Flasher. Ja, der Flasher ist ein Arschloch, aber der hier... Also, Dr. Blauauge ist ja schon Captain Blauauge. Aber der hier... Auf den freut man sich, ja? Oh, da war noch mal so ein Heilungsding. Und so ein Typen. Can you hear me? Theta, listen. Akers is headed for Theta. Oh, oh. Delta Lumar Annex, getting a signal but no audio. Straski, it's Como Raby. Akers has gone mad. He's dangerous. Straski! Sorry, Delta. Still no audio. Oh. Try calling from another access point. Straski? I can try setting. Akers ist verrückt geworden. Ja, und ich sag mal so, diesen Akers werden wir früher oder später auch noch treffen. Das wird sehr, sehr lustig werden mit dem. Oh. Ja, wir kommen auf der Station Delta, ne? Die Zwischenstation vor Theta. Okay. Ah, wir müssen zur Landeplattform, alles klar. Ich lasse die Karte mal so, damit wir mal wieder mal raufgucken können. Wir schauen uns mal ein bisschen um hier. Aber hier fühle ich mich wieder sicher. Nach Delta geht die Scheiße natürlich weiter. Ja, aber hier hat man mal wirklich eine kleine Verschnaufspause. Wir müssen halt gucken, was wir hier überhaupt... Ja, jetzt genau machen müssen. Also ein bisschen... Also so rätseltechnisch. Ey, gab es auch irgendwas zu erledigen irgendwie. Krass, guck mal, die Schildkröte. Das ist ja geil. Cool. Das wäre ziemlich cool, wenn man jetzt so eine Karte hätte. Also in seiner Tasche. So eine Pocket Map, weißt du? Das wäre schon ziemlich geil. Okay. Interessante Maschinen. Ich weiß zum Echtsein jetzt gar nicht, für was Delta verantwortlich ist, ne? Aber wahrscheinlich für... Boah, ich weiß es nicht. Bestimmt für... Antriebsverarbeitung oder so? Ich bin mir da nicht so sicher. Da muss ich mal recherchieren, für was Delta zuständig ist. Oh, das ist ja noch so ein Roboter.
can't believe how much I'm sweating in this suit. Oh, der ist die Disinfected Construct nur noch nicht so infected. Hey, could you maybe help? I need to get the data. Make yourself useful. Ja, der ist ja nett. I think I need some vacation, sir. I have to speak papers about that. Naja, dieser Akers, ne? Aber wie gesagt, Akers werden wir sowieso früher oder später sehen. Oh. Oh, danke dir, mein Kleiner. Er macht sich davon zu auf. Unser kleiner Freund. Danke dir. Braver Roboter, ja, da gibt es später nochmal einen Chip für, als Belohnung. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, ey, guck mal, der ist auch voll infiziert, dieser Typ. Guck mal. You saw that, right? You saw Akers fucking injecting that shit into them? He got me pretty bad. I think I made it worse pulling away. I can feel it bleeding out. Can you see him? Fuck. He got on the Zeppelin. He's going back to Theta. We have to warn them. Good luck with that. The platform radio is dead. Remember? The Lumar Annex should work. It has to. Yeah. You go. I'm not gonna make it. I'm just not. Come on, Evans. We have to warn them. Come on! Ich kann mir schon vorstellen, was sich Akers reingespritzt haben könnte. Aber ich glaube, das werden wir so früher oder später erfahren. Oh. Ach so, okay, fährt der komm auf hier. Okay. Nachrichten. Akers zieht irgendeinen blöden Scheiß ab. Gerade hat er den Zeppelin zurück nach Vater gelenkt. Lass ihn nicht ab. Lass ihn nicht andocken. Zieht ihn verdammt nochmal aus dem Verkehr. Da haben wir nochmal die Karte. Okay, bei diesen ganzen roten Dingern können wir überall rein. Alles klar. Das heißt, hier müssen wir dann auch nochmal reingehen. Denn bei HQ, was auch immer das jetzt nochmal bedeutet. Unser kleiner Freund wartet natürlich draußen. Braver kleiner Roboter. Das Construct wieder. Aber nicht infected. Nicht vergessen. Tja, was ist mit diesem Akers nur los, ne? Aber wie gesagt, wir werden ihn sowieso früher oder später noch sehen. Und das wird auf jeden Fall kein Spaß werden. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich muss mal sagen, das sieht für mich einfach aus wie so eine Piratenkulisse, wenn ich das sehe, so mit diesen ganzen Kisten und so. Also für mich hat das irgendwie was von der Piratenkulisse und das sieht richtig geil aus. Richtig schön. Ah, du kannst ja für mich aufmachen, danke dir. Station Delta. Tja, auf Delta ist halt kein Leben mehr, ne? Alle sind tot. Außer Maschinen. Die regeln das Ganze hier noch. Okay, das geht schon mal nicht. Alter Schwede, also Delta hat das echt mächtig erwischt, wie man sieht. Okay. Da ist sogar nochmal eine andere Karte da vorne. Können wir uns da gleich mal angucken. Dann sehen wir mal, was hier Sache ist. Man könnte sogar von hier aus nach Omikron reisen. Ich habe doch mal, das ist noch, wo wir in diesem Zug drin waren, wo ich mal wegen Omikron mal ausprobieren wollte, ne? Und ja, wie gesagt, nach Omikron kommen wir sowieso noch später. Aber wir müssen erstmal nach Vater kommen. Aber ich... Ne, das sag ich erst, wenn es soweit ist. Aber warte mal, wenn wir schon dabei sind, ich kann ja mal kurz recherchieren und mal nachforschen, was mal so diese Station so... Also für was Data eigentlich zuständig ist, ne? Also wir können ja uns ja nochmal alle Stationen dann durchlesen. Für was die so zuständig sind, also wo wir schon mal drauf fahren. Und aktuell sind es quasi halt, wenn wir auf einer neuen Station dann angekommen sind.
Also fangen wir bei Epsilon an. Da haben wir damals angefangen, vor ein paar Parts. Also der Standort Epsilon ist das Wärme- und Produktionswerk sowie die Gewinnungs- und Raffinerieanlage. Also im Grunde genommen das Kraftwerk halt. Dann Lambda. Ach so, okay. Lambda ist das Transportterminal und das Besucherzentrum. Also nicht die Kommunikationszentrale, sondern das Transportterminal. Ah, okay. Das sind halt auch diese ganzen Boote da gewesen. Das erklärt das alles. Ich dachte, das wäre für Kommunikation zuständig. Also das vielleicht auch, aber hauptsächlich für Transport. Delta. Das ist für die... Ach, Data ist ein Testgelände, guck mal. Und das befindet sich halt, ja, wie man auch erkennen kann, auf dem Plateau mitten des mittelatlantischen Rückens. Ah, das ist so ein Hauptproduktionszentrum für Raumkanonenkapseln. Also hier werden quasi sozusagen Bauteile gefertigt. Okay, das ist interessant. Aber das hätte man sich ja schon denken können, weil das sah halt auch interessant aus. Ja, was Fater ist, das werden wir dann beim nächsten Mal dann herausfinden, wenn wir dann da sind. Also was die Eigenschaften davon sind. Ach, guck mal, das ist hier unser kleiner Freund, K8. Intelligenz, Komplexes, okay. Der K8 verfügt zwar nicht über ein Stimmmodul, kann aber... über vereinfachte Geräusche und Lichtsignale kommunizieren. Oh, sehr cool. Der Bull. Ach, das ist das Ding, was da draußen rumschwimmt. Mittlerer Arbeiter. Okay. Ach, das ist den wir auch schon gesehen haben, ne? Okay. Was das für ein Teil ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das Fahrzeug verfügt über die Grundintelligenz zum optimalen Einsatz. Seine Ausrüstung ist ein Pilot erforderlich. Ah, okay. Nachrichten. 12.08.2103. Von Kornstadt Vater. Betrefft Data-Evakuierung. Terry, es wurde beschlossen, dass du deine Besatzung Vater am 14. evakuieren werden. Dass du und deine Besatzung Vater am 14. evakuieren werdet. Übrigens, Terry ist Terry Akers, also von dem wir gerade schon was gehört haben. Also Terry ist sein Vorname. Ihr müsst euch um nichts kümmern und euch allen werden sofort nach eurer Ankunft neue Positionen zugeteilt. Ein bisschen weiter hinten einreihen müsst ihr euch aber natürlich schon. Das Letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Anführer. Kronstedt. Ach, Kronstedt, ich dachte Kornstedt. Ja gut, ich habe meine Brille nicht auf, deswegen wahrscheinlich. Oh, deine Beerdigung. Fick dich, Kronstedt. Ich gehe nirgendwo hin. Du hast gar nicht die Befugnisse, mich zu zwingen, Terry. Ja, man merkt schon, glaube ich, dass der irgendwie ein bisschen durchdreht. Das sind nicht meine Befehle, du Knalltüte. Ich übermittle sie dir bloß. Du willst also bleiben? Ich kann dir ein bisschen Zeit verschaffen, wenn du noch in deinen Schrotthaufen bleiben möchtest. Aber deine Besatzung wird morgen abgezogen, Kronstedt. Hey, Akers, mit Freunden informiere ich Sie, dass Ihre Besatzung Vater sicher erreicht hat. Lassen Sie mich wissen, wann Sie aufbrechen können. Dann werde ich Ihnen einen Transporter schicken. Schöne Weihnachten, Herr Akers. Bitte zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie nach Vater gebracht werden möchten. Naja. Terry Akers und noch mehr Terry Akers. Schach. Ich kann Schach spielen? Wie geil ist das denn? Ah, schade. Aber auch ein Gegner dafür. Ich dachte, ich könnte jetzt Schach spielen. Ja, okay, ich muss zugeben, ich bin eigentlich kein guter Schachspieler. Also, ich habe schon mal gespielt, aber... Naja. So, das ist... Das geht nach Vater. Aber hier drüben war ja, glaube ich, noch was gewesen. Hier, ne? Guck mal. Hier müssen wir auch noch mal reingehen. Komm mal, mein Freund, mach das mal auf für mich. Ja, okay, macht's doch nicht auf, schade. Was haben wir denn hier?
Warte mal, hier war ich schon drinnen, ne? Nee, hier war ich, glaube ich, noch nicht drinnen. Was ist denn das? Ach du Scheiße. Okay. Was soll jetzt damit machen? Yeah. You put in a good word for me? I'm not sure that's a good thing. Nah. I'm just messing with you. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal rein hier. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt damit genau machen müssen. Tschüssi. Ich gehe dann erstmal in die Vorspielung. Mal gucken, was sich hinter befindet. Oh. Ach du Scheiße. Hier sind ja Augen. Was soll das denn da sein? Sind das Maden oder... Ja, schöne Fotos. Was steht da? Das Licht schmerzt in meinen Augen. Er sagt mir, dass ich dieses glasige Fleisch in meinen Schädel nicht brauche, um die Erlösung zu sehen. Es macht mir nichts aus, sie zu entfernen, sie daran zu hindern, diese göttliche Mission zu verdunkeln. Das sind doch Maden oder sowas ähnliches. Oh Gott. Na, eine Runde spielen vielleicht. Alprax-Tabletten, okay. Ach, hier kann ich nochmal Schach spielen. Sich anzusehen, wie Wow Delta übernimmt, ist ziemlich aufregend. Vor einem halben Jahr noch hätte ich mir Sorgen gemacht. Ich hatte Goya und Wann das schwarze Blut aus der Maschine entfernen lassen. Nun aber scheinen ihre verkrustete Oberfläche das alte Delta zu ergänzen. Ja, sogar die Schatten. Ja, sogar in die Schatten zu stellen. Okay. Kann ich hier Schach spielen? Ja, schade. Nur doof, dass keiner hier ist. Kämpfen willst du vielleicht mit mir? Mein Spiegelbild im schwarzen Blut unserer Verwalterin flüstert. Ich muss sie aus dieser Hölle retten. Muss sie schlafen lassen. Sie meinen Klarträumen einschließen. Okay. Ja, ist bestimmt aus diesem Kanister hier alles raus. Was kann ich denn jetzt machen hier? Also ich habe hier nur ekelhafte Dinge, ekelhafte Botschaften. Aber ich kann hier nichts machen. Da wird es nochmal rausgehen. Sehr interessant. Oh, wir haben es genau 0 Uhr jetzt. Bei mir. Was müssen wir denn mit dir machen? Also, wir können ihn offenbar drehen. Kein Signal. Auch kein Signal. Ich probiere einfach mal alle Kanäle durch. Oh. Da ist was richtig. Ja, und jetzt? Warte mal, ich gehe nochmal da drüben hin. Ach, warte mal, hier ist auch noch ein Computer, guck mal. Transport. Okay, Zeppeline. Antenne. Ah, guck mal, das war richtig gewesen. Wir mussten einfach nur die Ausrichtung. Wir brauchen Zeppelin 49. Der eine ist im Abgrund und der andere ist... Ja, irgendwie am Abgrund. Funk. Oh, da wird Dateien hergestellt. Sehr gut, gleich mal anhören. Strasky, you can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess.
Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voltec did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. I guess it doesn't matter now. Are all of you coming? No, just me, Goy, and Creer. Akers is set up being a stubborn old man. Alright. See you soon, Brandon. Happy evac. Eine angenehme Evakuierung. Na, ob das so angenehm ist, ich glaube nicht, ne? Peter, can you hear me? I hear you, Terry. Terry? Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Oh, wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. See you when you get here. Da hat der Akers gerade gesprochen. Ja, aber man hat schon irgendwie in seiner Stimme gehört, dass der, naja. Ja, wir brauchen ja 49, ne? Transport active. Unspecified cargo. Okay, ist in Bewegung, alles klar. Okay, das ging ja wohl schnell. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir würden bei Data ein bisschen länger festhängen. Boah, das ging ja wirklich schnell. Ah, guck mal, da ist er. Tja, mein kleiner Freund. Ich glaube, ich muss mich wieder von dir verabschieden. Aber irgendwie nehme ich das auch in so Mario Odyssey. Mit diesen Zwischenlandungen auf diese... auf dieses verlorene Land zum Beispiel, wo man inzwischen... dazwischen abgestürzt ist zum Beispiel, ne? Also daran hat mich jetzt Data ein bisschen erinnert. Okay. Oder auch das Wolkenland zum Beispiel. Bei uns eine Zwischenstation. Okay. Das war dann wohl Delta. Aber war dennoch ganz nett. Aber ja, damit ist leider auch die Verschnaufspause auf Station leider vorbei. Jetzt müssen wir uns wieder verstecken, wegrennen und vieles mehr. Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course, is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Ah, why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Oh. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. We had to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. Ach, wir sind noch nicht fertig. Okay. Also scheinbar bleiben wir doch noch mal ein bisschen hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir können jetzt hier abhauen von Delta. Nee, können wir nicht. Ach, guck mal, wer ist das denn? Hey, der lebt ja sogar irgendwie noch. Also, wenn man das noch so nennen kann. Also, er ist zwar verseucht, aber er ist irgendwie doch am Leben, der Typ. Tja, wie lange wissen wir aber leider nicht. Scheiße. Warte mal, waren da drin nicht irgendwie so... von so einem Kumpel da, seine Freunde irgendwo hier? Die waren doch irgendwo hier vorne, oder nicht? Müssen wir mal nachschauen. Ich dachte, wir kommen jetzt schon von Delta weg. Nee, kommen wir nicht. Tja, zu früh gefreut. Ja, wobei, eigentlich habe ich nichts gegen Delta. Ich mag Delta. Ist schön friedlich hier. Jetzt muss ich halt nochmal gucken, wo ging es denn überhaupt nochmal dahin eigentlich? Das hier vorne? Ich glaube, das war hier irgendwo, ne? Ja, hier war das.
Ach, guck mal hier. Ich konnte da was gerade machen. Jetzt kann ich nichts machen. Oder hast du was zu sagen, mein Kleiner? Nee, der hat auch nichts zu sagen. Das geht irgendwie auch nicht. Oder ist hier irgendwas? Ich weiß es ja gar nicht. Ich glaube, ich muss mir nochmal anhören, was er sagt. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Die liegen überall herum, ne? Schön im Sand vergraben. Naja, gehen wir nochmal rüber. Mal an, was er nochmal zu sagen hat. Catherine, würdest du es mir bitte... Oh, Moment. Ach so. Das habe ich nicht gesehen. I feel awful. The robots only appear intelligent. They're much more like dogs than humans. I wouldn't hit a dog. Sorry, poor choice of words. I don't want to hurt anything. Well, we need a tool chip or we're stuck here. Oh nein. Ich glaube, wir müssen unseren kleinen Freund opfern. Ah, das tut mir wie schon ein bisschen leid. Der hat uns ja immer wieder geholfen halt, ne? Das tut mir leid, mein Kleiner. Oh. Oh, come on. Bleib stehen. Oh Gott, das tut mir schon irgendwie leid für ihn. Der Kleine tut mir wirklich leid. Oh je. Guck mal, er ist schon am Ende. Tja, das war's dann wohl mit unserem kleinen Freund. Oh, es tut mir so leid, mein Kleiner. Ja, rest in peace an unseren kleinen Kumpel. Ja, gut, aber kann man eben nicht ändern, ne? Dann mal rein mit dem neuen Ding. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Ja. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. Is there a difference between them? I went for the small one. No! Not a Kate! Those are so cute! What? Don't worry. They're dumber than rocks. You're the worst. It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Tja, das ist auch der Grund, warum er überlebt hat, ne? Aber wir werden später sowieso noch mehr dazu sehen. Und nun geht's weg von Delta. Aber schade, dass unser kleiner Freund leider geopfert werden musste. Aber wir müssen halt eben nur mal weiter, ne? Dann tschüss, Delta. Mach's gut. War nett hier. Geht zu Vader. Boah, das sieht so beeindruckend aus, ne?
Und das über den dunklen Abgrund, wo es hier mehrere Kilometer tief runter geht. Ich glaube, wir sind da. Wir erreichen Feta. You're really good back there, Simon. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the dun back, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry, though, because with the dun back, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Uh-huh, yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? Ja. See you soon. Da wären wir nun. Theta. Und ja, wir sind ein Roboter, tatsächlich. Wir sind ein Roboter. Aber wir werden weiteres zu diesem Thema auch später noch sehen. Da kommen nämlich noch sehr interessante Sachen noch auf uns zu, das weiß ich. Und die werden schon krass werden. Was auch krass sein wird, wird die Station Theta sein, weil ich sag mal so, da drin wird das Leben nicht einfach. Das wird schwierig. Wir werden dort, glaube ich, richtige Probleme haben. Aber gehen wir erstmal im nächsten Part in Theta rein. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dann erstmal und ciao mit V. Tschüssi. Alright, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Flat Neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Hello? Did something go wrong? This is where it all went wrong, Simon. This is where we planted the seed, the cancer that's eating Pathos too. It wasn't meant to be like this. No one told us this could happen.